Immer mehr wertvolles Acker- und Grünland geht verloren. Ein Grund dafür ist die Verbauung landwirtschaftlicher Flächen. Außerdem richten mittlerweile Unwetter immer größere Schäden an, weil nicht genug Wasser abfließen kann. Unser Boden braucht Hilfe. Die österreichische Hagelversicherung hat heuer erstmals den österreichischen Bodenschutzpreis vergeben. Ausgezeichnet wurden Gemeinden, die besonders verantwortungsbewusst mit der Ressource Boden umgehen und damit ein Vorbild sind. Die Stadtgemeinde Tulln in Niederösterreich darf sich künftig auch bodenschonendste Gemeinde Österreichs nennen. Die Gartenblumen- und Messestadt an der Donau ging im Wettbewerb um den von der österreichischen Hagelversicherung ausgeschriebenen ersten Bodenschutzpreis als Sieger hervor. Das bedeutet für uns, dass der eingeschlagene Kurs von der Jury bestätigt wurde, nämlich die vorhandenen Baulücken und Grundreserven in der Stadt zu nutzen und die schönen, für das Tullnerfeld so typische Flächen, die sich derzeit noch außerhalb der Stadt befinden, bewahren zu können. Tulln konnte die Jury mit seinem nachhaltigen Stadtentwicklungskonzept überzeugen. Darin wurde in den letzten Jahrzehnten ein ganzes Maßnahmenbündel zum Bodenschutz und zum Erhalt wertvollen Ackerlandes umgesetzt. Mit der Revitalisierung von Brachflächen und dem Rückbau von Flüssen wollten die Verantwortlichen zum einen der Bodenerosion entgegenwirken und zum anderen weitere Naherholungszonen am Rande der Stadt schaffen. Wir haben hier im Bereich des Tullner Feldes naturnahe Landschaftsparke angelegt, mit Wasserbecken, mit heimischen Gehölzer, die wir hier angepflanzt haben. Ein Beispiel ist hier die kleine Tulln, wo wir Mitte der 90er Jahre bis in die 2000er Jahre hinein mit der Renaturierung dieses Bachbettes begonnen haben. Wir haben teilweise in großen Strecken dem Fluss wieder die natürliche Landschaft zurückgegeben. Er fließt gebogen wieder durch die Landschaft und nicht in einen Kanal. Im Stadtzentrum wurden Baulücken für die Errichtung von neuen Geschäftspassagen und Gewerbebetrieben genutzt und so der Ortskern belebt. Mit der Schaffung von 750 zusätzlichen Parkplätzen unter der Erde können auch größere Einkäufe in der Innenstadt problemlos erledigt werden. Wir versuchen natürlich, möglichst wenig Grund und Boden neu zu erschließen. Wir versuchen im Rahmen unserer Maßnahmen hier im Stadtkerngebiet Handelsflächen anzusiedeln, um hier in der Peripherie nicht Grünland für Wirtschaftsflächen, für Handelsflächen zu verbrauchen. Um die Bevölkerung für das Thema Bodenschutz zu sensibilisieren, vergibt die Stadtgemeinde auch Grünpatenschaften. Die Anrainer werden damit angehalten, Grünflächen vor ihrem Haus selbst zu gestalten und zu pflegen. Insgesamt haben 17 Gemeinden aus ganz Österreich ihre ambitionierten, nachhaltigen und innovativen Projekte für den Bodenschutzpreis eingereicht. Die Kriterien wurden vom Umweltbundesamt ausgearbeitet. Vergeben hat den Preis die österreichische Hagelversicherung gemeinsam mit dem österreichischen Gemeindebund. Denn die Gemeinden haben in Österreich die Raumordnungskompetenz und damit den Bodenschutz sowie den Erhalt fruchtbarer Anbauflächen in der Hand. Tatsache ist, dass in Österreich viel zu sorglos mit unserer Lebensgrundlage Boden umgegangen wird. Täglich werden 31 Fußballfelder, die Größe von 31 Fußballfeldern verbaut. Im Jahr hochgerechnet sind das 11.000 Fußballfelder. Wenn man sich mit dieser Entwicklung beschäftigt, dann sieht man auch, dass ja nicht nur wir als Versicherer betroffen sind, sondern die gesamte Gesellschaft. Und das ist eben einerseits die Gefährdung unserer heimischen Lebensmittelproduktion. Und wenn man weiß, dass mittlerweile wir in Österreich bereits die doppelte Agrarfläche im Ausland beanspruchen, um unseren Konsum entsprechend zu befriedigen, so denke ich, ist hier so im wahrsten Sinne des Wortes, ist es 5 vor 12. Und hier wollen wir unseren Beitrag leisten. Der zweite Platz im Wettstreit um die bodenschonendste Gemeinde Österreichs ging an Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Die Marktgemeinde punktete mit einem Umweltmasterplan, der die Rückwidmung von ungenutztem Bauland und die Revitalisierung von Brachflächen vorsieht. Dritter wurde die Stadtgemeinde Fähring in der Steiermark, die auf eine Belebung des Ortskernes setzt. Der Bodenschutzpreis soll künftig jedes Jahr vergeben werden.